Abgeschlossener Schrank. Okay. Hier fehlt uns der Schlüssel. Warte mal, hier vorne war noch was. Hinterm Vorhang. Achso, nee, hier können wir mit dir sprechen. Was haben Sie da über Massenhysterie gesagt? Das Shadow scheint einen geisteszersetzenden Effekt auf alle zu haben, die in der Nähe leben. Es hat eine Vorgeschichte mit Kulten, die hier entstanden sind und eine Naturgottheit angebetet haben. Sogar der Name der Shadow bezieht sich auf einen Kult, der vor dem Bürgerkrieg hier wirkte. Der Shadow war der Name einer antiken Fruchtbarkeitsgöttin, die in Syrien angebetet wurde. Dr. Gray und seine Freunde scheinen allerdings die schwarze Ziege der Wälder mit den 1000 Jungen vorzuziehen. Und dieser Name kann nur dem verdrehten Verstand meines Onkels entsprungen sein. Shub-Niggurat. So, okay, warte mal, hier im Bad vielleicht. Das ist gar kein Bad. Das ist eine kleine Abstellkammer. Mit einem Spiegel. Möbelschlüssel, wunderbar. Wir haben den Schlüssel. Je. War das die ganze Zeit über schon da? Scheint so. So, dann lass uns mal gucken. Nein. Oh, ist aber fies, so plötzlich auf Tanksteuerung zu gehen. So, okay. Möbelschlüssel benutzen. Und wir haben einen leeren Kleiderschrank. Das ist großartig. So, Telefon. Geh ans Telefon. Müsste ich aber auch entspannt sein, so. Jetzt mach hinne! Mann, Junge! Komm! Hallo? Detective Carney? Wer ist da? Jeremy? Jeremy ist beim Schatten, Mann! Sie können ihn nicht retten! Tja, ich habe bislang alles getan, was er wollte. Und es gibt nur noch eine Sache auf der Liste. Ich erwarte, dass er sein Versprechen hält und Jeremy unversehrt zurückgibt. Mehr Zeit haben wir nicht, Detective. Wir sehen uns bald. Wer ist das, mit dem ihr da... Wem hört diese Stimme? Haben wir den schon mal im Spiel getroffen? Was? Untersuche die kaputte Uhr. Aha. Okay. Gut, wir brauchen Zahlen. Vielleicht finden wir drüben etwas. Ach. Glauben Sie, dass alle bei dieser Kultsache mit drin hängen? Auch Jeremy? Ich bin mir nicht so sicher, ob Sie zu diesem Zeitpunkt noch eine Wahl haben. Wir müssen einfach einen Weg finden, das alles aufzuhalten. Gut, das hat jetzt nichts gebracht. Oh, oh, Leute, diese Tanksteuerung ist... Was ist denn? Junge! Warte mal, komm mal kurz bei dir. Detective Carney wünschte sich nichts mehr, als dass alles einen Sinn ergab. Nicht nur Detective Carney. Aber offenbar stand das derzeit nicht zur Debatte. Schön. Verwende den Talisman. Ja. Aber wodurch? Hier bei dem Bodensymbol sind keine Zahlen bei. Also 6612 vielleicht oder so. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, ich habe jetzt auch keine Maus leider, die Ringe haben ja quasi eine Auskörnung, ne? Also halt eine Einbuchtung irgendwie. Und eine ist auf der 12 und zwei sind auf der 6. Ist interessant, dass das Spiel jetzt auf Panzersteuerung überswitcht, also wie im Original mehr oder weniger. Finde ich halt interessant. So, also die ganz große war da. Und die anderen waren... Nee, warte mal. Ah, okay, warte mal. Waren die Ausbuchtungen, waren's. Interessant. Okay. So, und der Schrank ist unser Portal. Verstehe. Die Truhe sehen wir nochmal. So, kann auch nicht rennen. Kann nur gemächlich vor mich hinschlendern. Katzin? Geht es Ihnen gut? Sie sehen verstört aus. Nur dieses dämliche Telefon. Ich weiß, ich habe vorhin versucht, die Polizei anzurufen. Die Leitung ist vollkommen tot. Es ist nicht... Ja, nein, das Telefon okay. Ist kaputt.
Wer hat uns denn angerufen, wenn das Telefon kaputt ist? Also nicht, dass das jetzt nicht das einzige Seltsame hier in diesem... Miss Hartwood, ich glaube, das werden Sie sehen wollen. Ist etwas in dem Schrank? Ja. Ja, sehen Sie nicht das sehr offensichtliche Portal nach? Ja. Nach was auch immer Jeremys Wahnsinn als nächstes heraufbeschwört. Ich verstehe nicht. Soll das eine Modemetapher sein? Ja, guck doch hin. Tut mir leid, ich habe da keine Zeit für. Können Sie mir nicht einfach sagen, was Sie machen? Sie sehen das nicht? Na gut. Alles gut. Wir sehen uns später. Okay, sie sieht's Gehen nicht. Gehen Sie in den Schrank? Ja. Haben Sie da ein Problem mit? Schwer zu vermitteln. Nein, irgendwie. Tun Sie nur, was Sie für richtig halten, Detective. Tut mir leid, ich wollte nicht. Adieu, Miss Hartwood. Schon ein bisschen witzig. Okay, gut. Und wir sind... Okay, wir sind bei Prisoner of Ice gelandet. Interessant. Es war tatsächlich eine U-Boot-Mannschaft, die Kontakt mit Außerirdischen aufgenommen hat. Oder bekommen hat, besser gesagt. Alter. Betritt die Höhle, die Hölle. Oh, und wir haben hier eine Signalpistole, wie es aussieht. Eine Leuchtpistole. Nutze die Leuchtpistole, um den Himmel zu erleuchten und suche nach Wegflaggen. Mhm. Leuchtfackeln? Voll. Okay. Boah, Sound ist aber auch mördermäßig, Alter. Mhm, komm mit. Voll. Jetzt eins mitnehmen? Wunderbar, ich habe den Eispicker als Waffe. Sehr schön, finde ich gut. So, okay, wir sollen quasi nach Fackeln suchen. Sie halten nicht so dicker aus. Tja, welche Richtung sollen wir gehen? Vielleicht sieht man es ein bisschen besser. Ich sehe hier nicht eine blöde Fackel. Also, so eine Flagge. Ich sehe nur, wie mich wahrscheinlich Hoffnung zu verlaufe hier. Hübsch nie stöber. Sollen wir weiter runtergehen, Alter? Es wird doch immer kälter. Wir haben wahrscheinlich nicht ewig Zeit. Alter, ich glaube voll falsch bestimmt. Oh, doch, hier ist eine... Oh, ah. Schön, 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 schön. So, dann laufen wir mal weiter. Ein Getränk, sehr schön. Leuchtfackeln sind voll. Oha, okay. Jetzt so eine Art Tempel hoch. Oh, Polarlichter, wie schön. Oh, schön, guck mal. Oh. Hat einer von euch schon mal Polarlichter gesehen? Ich leider noch nicht. Was ist denn das? Was ist denn das? Verdammt aufmunitionieren. Alter, es kommt jetzt hier ein Bossfight. Das sieht ziemlich krass aus. Warte mal, ich guck mal kurz, ob alles nachgeladen ist. Ja. Ja. Mal ein Gluck-Gluck nehmen. 7, Alter. Was?
tatsächlich. Ah, okay, du kannst zwischen der Pistole und der Leuchtpistole kannst du switchen. Warum auch immer. So, okay, wir kämpfen uns zäh nach oben. Untersuche die Ruinen. Um Gottes Willen, Alter, was ist das? Hallo? Nimm mir nochmal kurz hier die Flasche mit. Dankeschön. Hallo, Sir. Hey, Sie! Was machen Sie hier? Was ist das für ein Ort? Detective, Sie sind hier nicht willkommen. Hey, ganz locker! Ich bin nicht Ihr Feind! Sie sind falsch, Detective. Ganz falsch. Okay, das ist also Jacob. Dieses komische, unheimliche Dingsbums. Obstakel. Nackelwackel. So, kurz nochmal geguckt hier. Friedenloot. Ah, ich möchte hier nicht hin, Alter. Bring die Sterne in die richtige Position. Mit dem Opferdolch? Den Talisman. So, okay, dann lass uns das mal hier zusammen. Natürlich der Stier. Ich habe mir schon gedacht, dass du nicht wolltest, dass ihre Sterne richtig stehen, Jeremy. Oder vielleicht ist es auch genau das, was nötig ist, um ihre Manie in den Griff zu kriegen. Okay, es muss aber komplett richtig dolle leuchten. Und was sehe ich jetzt hier? Okay. Gut, sorry, wenn es ein bisschen zäh war. Ja, da fällt man mal ins Universum. Das kann schon mal passieren. Na, nicht doch. Okay, wir haben jetzt den Schlangendolch und er muss durchs Auge. Gottes Willen, der Schlang doch endlich mal tot! Alter! Also, wir ziehen nicht besonders viel Power ab. So, was haben wir hier? Was haben wir da? Was haben wir da? So. Ah, okay, verstehe. Wenn er am Boden ist, dann müssen wir ihn wahrscheinlich mit dem Dolch ein paar geben. Natürlich, jetzt ist er wieder aufgestanden, ist ja klar. Sollte auch anders sein. Mach mal nicht, Alter. So. Hey, hey, nicht. So, okay, einmal kurz. Nein, wir müssen ins Auge. Ins Auge. Eduardo. So, können wir ihn ein bisschen einheizen? Nein. Schnell, schnell, schnell. Nachladen. So, es ist so laut. Es ist so laut. So, nachladen.
Er hat jetzt gerade nachgeladen irgendwie und dann bewegt er sich natürlich nicht mehr. Alter. Es ist laut. So, okay. Gut, dann... Wow, lass mich. So, das ist Nummer 2. Okay, einmal noch. Keine Kugeln mehr! Na, schnell umschalten. Jawoll! Schönes Ding! Krass, wir fliegen durch alle Erinnerungen durch. Jeremy? Ich habe alles getan. Bist du zufrieden, du dummer Scharlatan? Was willst du noch von mir? Soll ich meinen Verstand verlieren? Gütiger Gott! Doktor! Baptiste! Schnell! Mein Gott, was sollte das, Compère? Okay, also Jeremy hat jetzt von uns jetzt mehr oder weniger eine Lobotomie bekommen. Baptiste und seine Schwester sind ja Geschwister, irgendwie haben uns aufgehalten. Die sind also sich im Klaren, wer der Schattenmann ist. Sind sie wach? Die Frage ist, wer ist sie der Schattenmann? Wach. Ist der Schattenmann überhaupt wirklich ein Schattenmann oder bilden wir uns etwas ein? Ist wach. Hey, mein Freund, ich dachte, Sie würden den Rest der Nacht schlafen. Oder sind wir einfach bloß einer von denen hier irgendwie? Es gibt auch noch Gumbo. Wir sind ein Patient. Schön, dass Sie zurück sind. Sie haben uns ziemlich erschreckt. Was ist passiert? Sie hatten einen Nervenzusammenbruch. Die raue Behandlung tut mir leid, aber Sie waren gewalttätig. Sie sind auf Jeremy los und haben Dr. Gray geschlagen. Sind Sie okay? Der Schattenmann Jeremy ist Dr. Gray? Jeremy ist etwas seltsam, aber alles ist wieder normal. Wirklich? Nur dank Ihnen, Compère. Wollen Sie versuchen aufzustehen? Na, wenn das nicht der Held des Tages ist. Wie geht es Ihnen, Detective? Ganz prächtig. Und Ihnen beiden? Hey, Jeremy, ich hab ihn nicht zu arg wehgetan, oder? Er hat ihn lobotomiert, Alter! Alles ist gut. Alles ruhig. Der ist nur das absolute Gemüsemann, Alter. Schmerzmittel? Nein. Wissen Sie, obwohl Sie die Finesse eines halbblinden Schlachters haben, war der Stich eine Lobotomie für Jeremy. Bitte was? Es ist sogar beeindruckend. Ich hatte es schon selbst erwogen. Ich wünschte nur, wir hätten Jeremy helfen können, ohne seinen Verstand in den einer Auster zu verwandeln. Aber er wird leben. Natürlich.
Solange ihm jemand zu essen gibt, wird er uns noch alle überleben. Alles wieder normal. Was passiert ist? Es fühlt sich gerade so ein bisschen an, wie als hätten wir jetzt gerade den Endboss besiegt und sind so ein bisschen im Epilog. Es fühlt sich ein bisschen wie ein Epilog an, aber ich weiß nicht. Ist es so? Schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen, Detective. Etwas Gumbo. Danke. Ich esse ihn später. Weil letztendlich ist die Katze auch aus dem Sack irgendwie, ne? Also wir wissen, wer der Schattenmann ist. Jeremy ist raus. Auf Miss Hartwood warten. Annehmen. Wissen alle, was zu tun ist? Ihr kennt den neuen Text. Mrs. Thompson, wir haben darüber geredet. Ich weiß nicht, ob alle einverstanden sind. Doc, ich bestehe drauf. Es ist wichtig. Wir warten schon so lange, Doktor. Nehmen wir einfach das alte Lied. Nicht jede Veränderung ist zum Guten. Was? Gut oder nicht? Wir müssen weitermachen. Nur Mut, Doc! Setzen wir alles! Aber wir wissen nicht, was geschehen wird. Es wird schon gut, Doktor. Nein, besser. Wollen die jetzt eine Beschwörung da durchziehen? Ewig sei Lob und reiche Fülle der schwarzen Ziege der Wälder. Höre uns, Mutter, und erweise uns Gnade. Erweise uns Gnade. Okay, die Gnade. Beten jetzt Schuppenhurat an. Ewig sei Lob und reiche Fülle der schwarzen Ziege der Wälder. Ewig sei Lob und reiche Fülle der schwarzen Ziege der Wälder. Erweise uns Gnade. Ewig sei Lob und reiche Fülle der schwarzen Ziege der Wälder. Wie ist da oben? Ja. Was machen die da jetzt? Was machen die da jetzt? Seid ihr verrückt? Cool, nicht cool. Es ist was geschehen, was kommt her? Detective, nehmen Sie meinen Onkel weg! Jungen. Lass uns doch Grace mal erstmal da wegnehmen. Komm Sie mit! Hierher! Jeremy, komm Sie mit! Hierher! Was hat ihn da gerade aufgenommen? Nein! Oh Gott! Es muss doch ein Opfer geben! Wir werden sterben! Dann habt ihr eure Opfer. Komm schon, Jeremy. Okay, denke, das wird Wieso? So, also der hat jetzt erstmal die halbe Belegschaft auseinandergenommen. Halt die schwarze Ziege der Wälder auf. Ja, womit? Haben wir denn überhaupt noch was? Dieses Monster nicht aus The Shadow entkommen lassen. Ich muss es aufhalten. Sieht so bedingt gut aus mit unserer Munition. Aber ich werde es probieren. Wo ist das denn hin? Oh, geht euch das an. Die konnte ich noch nie leiden. Aber, oh, Alter. Einfach mal zertreten. Auseinandergerobt. Also das ist bitter. Das ist bitter, Freunde. So, wo ist denn hin? Hier lang? Nee. So, das sieht mir irgendwie so gut aus hier. Wo ist er denn? Warte mal. Können wir hier hoch? Dann hochspringen? Ja, hier müssen wir lang. So, gut. Dann habe ich also alles umsonst weggeschossen auf den anderen Knirsch, auf Jacob. Wenn ich jetzt eigentlich alle bräuchte. So, na denn, schwarze Ziege. Das wird ja lustig. Und das ist laut. Es ist laut. Es ist so laut.
das jetzt einfach so krass überschreit manchmal in dem Game. Ein Brett. Ich hab ein bisschen Schutt. Ist doch schön. Da freu ich mich. So, dann kann die Hentai-Party abgehen. So, Maschinengewehr. So, hat er denn noch irgendwo so eine komischen Leberstellen da vorne? Wunderbar. Eine Seite. Eine Lebensanzeige von dem Vieh würde ich super finden. Muss ich jetzt ran? Muss ich stechen? Muss ich irgendwas machen? Ich mach mal hier. Oh, der holt jetzt auch noch seine Kumpels, Alter. Mann, ihr seid zu viel. Ihr seid jetzt... Oh, verdammt. Ja, der Vater. Oh nein, nicht noch die beschissenen Viecher. Nicht noch die beschissenen Viecher. Der Checkpoint ist echt scheiße, Alter. Der ist richtig scheiße. So, dann würde ich mal versuchen, tatsächlich jetzt mit dem Revolver eher am Anfang jetzt erstmal ein bisschen so zu wursteln. Schrot. Das ist ja nur total für den Arsch hier. Aber okay. So, na gut. Okay. Dann jetzt ist das Schweineding da oben. Jetzt kommen die ganzen Viecher da raus. Lauf doch einfach mal bitte. Super hier, Freunde. Mann, Alter. Du kommst nicht zum Nachladen. Du kommst einfach nicht zum Nachladen. Verschwendest einfach nur. Ich habe keine Kugeln. Munition auf diese Penner. Keine Ahnung, bei weiter los, hier beiseite hier mit dem Dings hier. Oh Gott.
Los, schieß doch! Schieß doch! Mach ihm doch den Garaus! Nicht wahr sein. Ich hab keine Kugel mehr. Ja, keine Kugel mehr. Natürlich hat er keine Kugel mehr. Es ist ein Traum. Lad nach. Beweg dich, beweg dich, beweg dich, Junge. Komm, 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 mach hinne. Wieso sind denn immer wieder neue ekelhafte Dinger hier an dem dran? Das war jetzt gerade mein Dark Souls. Detective! Was zur? Ich wollte es Ihnen sagen. Es gab so viele Beweise. Ihre Hingabe zur schwarzen Ziege war größer als alles, was ich je erlebt habe. Ich kam mir so dumm vor, dran zu glauben. Aber gut, dass ich es tat. Geht es Ihnen gut? Ja, er ist durch. Alles ist falsch gelaufen. So geht die Geschichte doch nicht. Ich sollte nicht leben. Tja, gern geschehen, Kumpel. Ach, wenigstens geht's der Kind gut. Wie geht's dir, Liebes? Mir gefällt es. Sie haben's kaputt gemacht, aber ist schon gut. Okay, Leute, ich glaube, das wirkt schon etwas wirklich jetzt nach Ende. Na schön, bereit nach New Orleans zu fahren? Ja. Komm schon, Jeremy. Ein Spa wäre schön. Wir gehen. Schön erstmal erholen. Darf ich mit? Und mal Badewanne. Ich dachte, Kaffee. Du müsstest nicht gerettet werden. Sie kommt mit. Sie ist wichtig. Natürlich nehmen wir sie mit uns. Okay, wir haben das Ganze... Ganz Dezento haben wir einfach mal. Also Dezento haben wir jetzt komplett den Erdbogen gleich gemacht. Da stehen jetzt nur noch zwei weiße Kreise. Und der Sonnenaufgang, wie schön. Oh Mann, ich glaube, wir haben es geschafft. Leute, das war Alone in the Dark. Wow. Wow. Krass. Cool. Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Lasst gerne auch ein Abo auf dem Kanal da. Und hey, wir sehen uns hoffentlich bald beim neuen Video bei uns auf dem Kanal wieder. Und bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss.